Also grundsätzlich ist es so, dass wir in Forschungsarbeiten und Forschungsprojekten an der Hochschule festgestellt haben, dass die Planung, so wie sie zurzeit funktioniert, auf konventionelle Art ziemlich altmodisch ist. Also sagen wir, arbeiten an getrennten Entwurfsebenen, Lageplan, Höhenplan, Querschnitt, so strichbasiert. Und das ist eigentlich nicht unbedingt so, dass man gleich erkennt, wie das in der Realität aussieht. Und deswegen kann man relativ schwer erkennen, ob tatsächlich Fehler in der Linienführung passieren oder ob es Probleme gibt, wenn ich eine Straße befahre. Deswegen haben wir in der Forschungsarbeit erstmal einen Fahrsimulator entwickelt, mit dem man erstmal tatsächlich ein sehr realistisches Gefühl bekommt, wie man diese Verkehrsanlage befahren kann. Und das haben wir dann für die Straße weiterentwickelt, dass wir praktisch auch dreidimensional planen können in Echtzeit. Ja, also sehen, wie die Straße sich entwickelt dabei und wie sie aussieht. Und das adaptieren wir jetzt auf den Eisenbahnentwurf.